Hallo und willkommen zum heutigen Let's Play Attack of the B-Team. Wieder mit dem Benny. Hallo. Immer noch in derselben Aufnahmesession. So. Hatten wir noch irgendwo Glas? Warte, ich hab Glas hier. Hier. Hinter dir. Ah. Gut, dann schauen wir mal, was wir jetzt... Erstmal brauche ich Platz. Definitiv. Ich brauche jetzt... Oh, ich habe hier draußen meine Müllkiste. Ja, Müllkiste. Müllkiste. So. Oh. Verdammt, Müllkiste auch schon wieder voll. Egal. Das muss. So. Gut. Dann. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Überlegen. Ja, ich bin gerade am Überlegen. So, das war ja beim Kumpel von mir gemacht, der hieß Dom, ne? Hm? Dann haben wir mal Dom. Ah, schau mal, die heißen nämlich alle Dynamo. Kompressionsdynamo. Dresden? Hä? Dynamo, Dresden? Alter, ist der bekloppt drin, oder was? Magmatic, Invagier, invagiert. Generates energy. Requires hot fluids. Ach genau, da fällt mir nämlich gerade was ein. Yeah. Ah, verdammt. Dazu müssen wir erstmal in die Hölle. Ja, dann würde ich sagen, auf. Scheiße, und wir brauchen Blaze Rods und sowas. Scheiße, weil ich hätte nämlich gerne einen Lava-Fabrikator gebaut, weißt? Mhm. Wie, jetzt willst du echt in die Hölle? Dazu brauchen wir erstmal Scheißechens. Dazu brauchen wir erstmal... Ja. Hä? Dinger, Scheißechens? Ja, Scheißechens brauchen wir dazu. Dazu brauchen wir, na, sag schon. Obsidian. So. Kann man das vielleicht irgendwie herstellen? Ja, halt, Schissel. Lava halt. Molten Obsidian. Molten Obsidian. Ja, ich habe jetzt vielleicht gedacht, dass man irgendwie, das auch so herstellen kann, weißt? Das hätte ich jetzt... Lol. Alter, man kann sich sogar Obsidian-Boots machen. Deflect Fall Damage into the surrounding terrain. Coole Sache. Du willst auch gar nicht wissen, was man noch alles herstellen kann. Ich habe den Einzelspieler mal angetestet, ja? Industrial Blast Wall. Alter. Was es hier so alles gibt. Coole Sache. Also hätte ich noch rausgefunden, wie man den Panzer zusammenbaut, dann wäre ich mit dem Panzer um die Ecke gekommen, im Einzelspielermodus. Ja, lul. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal eine Runde ziehen, Junge. Oh, das machst du aber schick hier. Mhm. Wir müssen auf jeden Fall mal eine Runde laufen. Und dieses Mangrovenholz sieht echt gut aus. Ja. Wir müssen trotzdem jetzt eine Runde laufen. Laufen wohin? Wir müssen Lava finden. Der Lava haben wir noch unten unser Becken. So meine... Spreche, wo ich meine. Ja. Nimm doch einfach da was raus. Ja, mache ich auch.
Ich hoffe, ich finde das noch. Was ab? Ja, ich hab den Weg ja markiert. Warum hast du überhin gepieselt oder was? Ja. Beinchen gehoben. Kann mir ja immer noch runterspringen, ja. Schaut zumindest aus. Geronimo! Yeah. Alter, unten ist so viel Redstone. Überall, wo du hinguckst, überall Redstone. Ja, hier gibt's im Allgemeinen so extrem viel. Machen immer den Lampen nach, oder? Mhm. Hier gibt's im Allgemeinen relativ viele Ressourcen im B-Team, muss ich sagen. War das so weit unten? Ja. Hier ist wieder irgendeine braune Flüssigkeit. Nein, und nein, ich hüpfe heute mal nicht da rein. Liebe Zuschauer. Ich weiß, ihr findet das immer sehr lustig, dass ich in alle möglichen Liquids und sowas reinhüpfe, aber heute mal nicht. Wie viel haben wir denn hier? Ja, so viel brauche ich eigentlich gar nicht, aber... Nicht alles, okay. Ich dachte, du hast die Diamant-Hacke dabei. Ich habe meine Tinker-Construct-Hacke dabei. So, nein! Okay, ein bisschen habe ich übrig gelassen. Geht es mit dir überhaupt? Ja, geht. Geht, läuft. Ich habe mich jetzt so gerade gewundert, weil es so lange dauert. Dazu brauchen wir aber auf jeden Fall noch ein bisschen, wie heißt's? Ein bisschen Rüstung, ne? Ja. Weil ohne Rüstung gehe ich da definitiv nicht rüber. Nein! Nicht doch mein schönes Obsidian! Bist denn du das? Was ist denn das Obsidian wieder verbrannt? Ja. Oder was? Mach bei dem einen machst du ein Obsidian. Da klopfst du einfach irgendwo einen Würfel weg. Wenn Lava drunter ist, kippst du einen Wassereimer drauf und dann kannst du schön wegklopfen. Und bevor dann der Obsidianwürfel, also der Block, den du rausgeschlagen hast, verbrennt, ist das Wasser nachgelaufen. Dann kannst du immer schön. Ja, ja, ich weiß. Ein Löschzug. Gib mir mal Wasser einmal wieder, Junge. Schwein. Ja, ich will halt nur nicht alles Lava hier unten aufbrauchen, weil... You know what I mean? Mhm. Weil wir brauchen hier oben auch noch ein bisschen was. Ich glaube... Ich baue jetzt erstmal kurz ein paar Kisten. So, also ich bringe auf jeden Fall ein bisschen Obsidian mit. Ich habe jetzt 17. Und das lassen wir zu. Können wir dich noch mitnehmen und dich noch mitnehmen und dich noch? Also 3 kann ich noch mitnehmen. Also auf 20 Obsidian komme ich. Den Rest lasse ich dann einfach mal hier. Weil ich denke mal, wir werden ja sowieso noch ein bisschen was brauchen. An Lava. Obwohl wir uns die dann eigentlich auch aus der Hölle holen können, das ist ja noch nicht das Problem. So, also 19 Obsidian bringe ich mit. Ja, aber erstmal verlaufen. Ging sie wieder raus? Hilfe. Ach, hier unten. Ich hasse das. Oh, vor allen Dingen Hölle, ey. Ich hasse die Hölle. Aber ist Hölle nicht einfach hier, Mhm. Ja, ist... Sag schon. Ja. Ach, halt Hölle ist doch das Nether. Genau. Ja, ja. Ich mag das Nether nicht. Nether ist. Aber es geht schon. Ich mag's trotzdem nicht. Ich hab's noch nie gemocht, ich werd's auch nie mögen. Ist einfach so, ich hab's echt ohne Scheiß, ich hab's Nether noch nie gemocht. Also was ich nicht mag, sind die ekligen Melodien, die da singen. Und und Habu. Habu. Die sind aber cool, die Habus. Ja, die Habus, die sind noch nicht so schön. Habus sind cool. Habu. 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 Habu.
Immer wenn ich draußen an meinem Ding vorbeilaufe, nehme ich immer gleich mal so ein Blockhaus und gebe einen neuen in Auftrag. Gibt es irgendwelche speziellen Besamungskiste? Okay. Ja, der muss okay. Sein, die Besamungskiste. Und so viel Zeug, mit dem wir besamen könnten, ja. Weißt du? Jetzt habe ich wieder was in der Hand, das mag Martin an mir gar nicht. Das ist ein Schwert. So. Habtum. So. Mach ich aber auch immer, wenn ich hier mit irgendwelchen auf der PlayStation 3 los, immer, schlafen. Ne, wenn schlafen, ich auch immer schlafen, schlafen. Freut sich. So Namensschilder auch. Was muss ich machen? Namensschilder aufhängen. Dann bin ich wieder in die falschen Plätze. Ich weiß doch, wo ich schlafe. Mhm. Also ich schon. Naja, wir hatten das schon ein paar Mal, wo du einfach ins falsche Bett reingehst. Wo soll ich das Portal hinstellen? Na? Ich glaube hier drüben, ich baue sie drüben in die Wand rein. Okay? Mhm. Aber ich glaube, ich habe mein Mikrofon halt ein bisschen zu nah dran, kann das sein? Nö, du kommst eigentlich relativ gut rüber, also nicht zu laut. Okay. Ja, weil manchmal... Wenn ich mir dann die Aufnahme nochmal anhöre, da denke ich mir dann, ist das nicht ein bisschen laut? So. Jo, war das 3 hoch, ne? Ja. Ja, das baut man ja nicht so häufig. Weil insgesamt 10 Obsidian baut ja. So. Go, go, Power Ranger. Also lieber mal Obsidian aus der Hand nehmen, ich irgendwo aus Versehen hinsetze. Hehe. Ach, eine Rose kann man sich wohl daraus nicht bauen. Ach, und anziehen kann ich die wohl auch. Anziehen kann ich die wohl auch nicht. Oder wie schaut's aus? Keine Ahnung. Für was kann ich den Scheiß dann bauen, wenn ich sie nicht anziehen kann? Weiß ich nicht. Ist, glaube ich, mich geschossen. Achso, hast du einen Schneeball geworfen. Hä? Für was kann ich denn bitte Obsidian-Schuhe bauen, wenn ich sie nicht anziehen kann? Vielleicht für... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, für was sie sind. Also, wenn ich eine Rüstung kriege, dann möchte ich bitte... Ich mache jetzt nochmal Eisen. Ich will ein US Marine Torso Dings da drin haben. Warum denn? Oder russische Spätznatz. Jetzt gibt's erstmal Eisen. Jetzt gibt's erstmal Eisen und damit ist gut. Alter, hier gibt's Fiberglas. Echt? Ja. Wenn du Sand und Clay mischt, kannst du, ja, nimmst einfach ein Lehm und ein Sand und dann kriegst du, kannst du Fiberglas herstellen. Interessant, ja, das brauchst du schon später für die Raketen. Ist ja voll nicht. Ich denke mir mal, das brauchst du dann für die Raketen. Fiberglas. Ich denke mir mal, das brauchst du nicht für die Raketen oder sowas, also kann ich mir zumindest vorstellen. Denke ich mir auch. So, ich brauche 16 insgesamt, okay. Hier, Junge. Aber was ich sagen muss, ist, dass es beim, also wenn ich Einzelspiele, wo ich den gemacht habe, konnte ich, hatte ich mehr Seiten an Rezepten. Nee. Hey. Ah, 158. Wie 158? Ich habe 69 Seiten. Ich habe aber 2, 4, 6, 8, 10, ich habe aber 12 Items pro Reihe. Ja, ich hab 140. Wie viele Items pro Seite? Wie viele Items pro Reihe meine ich oben? Achso, siehst du? Alter! Habe ich keinen Brustpanzer? Nee, gekriegt? Ich habe noch nicht genug Eisen gehabt. Ja, dann nimm mal hier, du hast die Eisen reingeschmissen. Ich habe überall was reingeschmissen. Ich weiß es noch nicht mehr. Ja, aber alles nicht.
Das ist nicht gut. Nee, das ist nicht dir egal. Das ist gleich sonst dir auf Nase. Hier. Ja, da hinten war halt kein Platz mehr, deswegen habe ich gesagt, you know what I mean? Ich brauche jedenfalls noch ein Schwert. Oh, mein Bauch sagt Hunger. Nix, dein Bauch sagt jetzt noch warten. Ah, der Bauch wartet schon. Aber der Bauch sagt Hunger. So. Ich mag spannend, was von der Scheißgegend wir jetzt rauskommen. Meine Axt. Aber die große Axt lasse ich aber da. Die Battle-Axt lasse ich da. Ich glaube, die Battle-Axt lasse ich auf jeden Fall. Alter, jetzt wollte ich gerade sagen, wieso schickst du mich da runter, wenn wir hier oben was haben? Aber das war ja Basalt. Warte mal, kann ich das vielleicht anziehen, wenn ich jetzt Schuhe anhabe? Hä? Könnt ihr uns das mal in die Kommentare schreiben, wie man das macht mit den Schuhen? Das wäre mal sehr nett zu wissen, weil irgendwie kann ich die nicht anziehen. Der geht nicht. Ich finde, die Schrift sieht hier besser aus. Also die Obsidian-Schuhe kann ich auf jeden Fall nicht anziehen. So, Fackeln habe ich dabei. Wo gibt's was zu schmatzen? Achso, hier. Achso, wo ich jetzt gerade mein ganzes Müll reingeschmissen. Ups. Ja, Mann, Tomaten. So, was denn, gehen wir? Sofort. Cobblestone, Sand und Erde. Okay. Cobblestone. Oh, ja, mehr sogar noch Rupa. Oh, Fluid. Fluid habe ich auch noch. Fluid. Pipes. Nur noch ein bisschen Material für ein Schwertchen. Ja, hast du irgendwo Eisen gefunden, oder nicht? Ich habe alles durchgeballert. Ja. Was denn eigentlich? Wieso macht denn nichts mehr? Ist der irgendwie jetzt hier eingeschlafen, oder was? Oder wie? Nur hier unser Holzhacker. Der mag die einzelnen Blöcke hier nicht abmachen, wegmachen. Das Schwein. Das ist auf jeden Fall cool hier. Das ist auf jeden Fall, das passt schon mal. Jetzt weiß ich schon mal wenigstens, wie diese blöden Tanks funktionieren. Die musst du dann umschalten auf externen. Blabliblub. Hä? Bist du leer? Warum baut ihr mir hier keinen? Ich hab die Smeltery endlich leer gekriegt. Haben wir zufälligerweise noch wegen Eisen übrig? Ja, 8 Bahnen haben wir. Mach mal bitte noch Ding draus, noch Eimer. Weil wir brauchen. Noch Eimer mitnehmen. Weil wenn wir schon einmal da drüben sind, dann nehmen wir auch Eimer mit. Wenn ich das Ding eigentlich höher baue, kann ich da eigentlich noch mehr da reinlagern, bestimmt, oder? Theoretisch. Theopraktisch? Weil Sealed Blocks müsste ich ja eigentlich noch haben. Oder beziehungsweise Sealed Bricks. Zumindest kann man sich die ja dann eventuell noch... Ja, halt das noch, was man mitnehmen können, immer mit aneimern. Also ich habe jetzt 2 Eimer voll mit Wasser. Ja, das Wasser bitte irgendwo ausschütten. Weil Wasser kannst du drüben in der Höhle eh nicht auskippen. Das geht nicht. Beziehungsweise löst sie das dann halt einfach so auf. Scheiße, reicht nur für 5. Reicht nur für 5. So, warte mal. Davon 32. Davon 32. Ah, scheiße, Gravel haben wir nur noch 18. Gravel haben wir nur noch 18. Okay, das reicht aber eigentlich. So. Das wieder da rein, das wieder da rein. Auch wieder da rein. Öfchen. So. Ah, hier ist noch ein bisschen Eisen noch gebrannt.
Wie viele Eimer hast du jetzt? Sieben. Ich habe sieben. Okay. Ja. Okay. Gut, und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part in der Hölle wieder. Beziehungsweise gehen wir im nächsten Part in die Hölle. Bis dahin. Tschüss.